Leute, guckt mal, was ist denn da gerade in unserem Briefkasten? Auftrag von Villager, Original. Leute, was ist das denn? Das lesen wir uns mal durch. Öffnen. Nein, nicht drin. Hallo, Cricket 13. Wie if. Der hat es aber nicht so mit Rechtschreibung. Wie ich hörte, bist du neu in der Stadt und brauchst dringend Dias. Ja, das stimmt. Dann habe ich den perfekten Auftrag für dich. Du musst mir alte Stadtpläne aus dem Archiv holen. Dann komme zur Baustelle und hol dir die Belohnung. Leute, meint ihr, ich soll diesen Auftrag annehmen? Für Dias aus dem Stadtarchiv holen? Okay, kommt Leute, wir machen's. Dann fahren wir jetzt erstmal mit unserem Bentley zum Stadtarchiv. Ja, wir gehen hier mal raus. Ich bin ja hier ganz neu in der Stadt und brauche schon echt Dias. So. Ich fahre jetzt hier mit meinem Bentley zu den Stadt, zum Stadtarchiv. Das ist hier ja ganz in unserer Nähe, da drüben. Ja, ich steig aus. Oh ja, natürlich, unseren Bentley hier halb auf dem Randstein, halb auf der Straße geparkt. Okay, wir gehen mal rein. Ja, aber Leute, wir brechen da dann jetzt doch eigentlich gerade ein, oder? In das Stadtarchiv. Okay, kommt. Leute, warum ist hier niemand? So, bestimmt haben die Betriebsurlaub. Kommt, wir gehen mal da hoch und gucken mal, ob hier irgendwo eine Truhe ist. Irgendwo muss es hier jetzt sein. Nee. Hier ist nirgends irgendwas. So, jetzt habe ich das Buch. Wenn ich die Knöpfe drücke, passiert auch nichts. Okay, ja, dann gehen wir mal. Ich glaube, hier sind wir falsch. Warum hat der uns nicht genauere Infos in dem Brief gegeben, dieser Villager? Der unbekannte Villager. Kommt, wir gehen mal wieder runter. Ich habe so das Gefühl, nach den alten Stadtplänen müssen wir weiter unten suchen. Hier steht ja eine Kiste. Ja, okay, da ist aber nichts drin. Ich will mal da rein. Nee, hier ist wieder alles nur gleich wie da. Da steht eine Kiste. Auch wieder nichts drin. Okay, hier geht's wieder raus. Oh ja, alles gleich. Hier. Na? Nee. Nee. Mann, warum sind denn hier alle leer? War hier schon jemand und hat hier die Stadtpläne mitgenommen? Oder nehmen die immer, wenn sie Betriebsferien haben, mit? Hä? Also Leute, ich gucke jetzt mal nochmal. Räume durch. Hier sind Türen, dahinter ist auch nichts. Ich gucke jetzt mal jeden Raum durch. Okay, hier ein Sessel. Da ist eine Truhe. Auch nichts drin. Da steht eine in der Dusche. Okay. Ja, kann man machen. Ach cool, da kommt sogar Wasser raus. Wenn man duschen will. Das ist cool. Ja, jetzt öffnen wir die Kiste. Da ist ein Buch drin. Da ist ein Buch drin. Die alten Stadtpläne sind da drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, damit können wir uns die Dias abholen. Ich will jetzt erstmal, was hier nochmal drin steht, wo wir hin müssen, um uns abzuholen. Komme zur Baustelle und hol dir die Belohnung. Hey Leute, wo ist denn die Baustelle? Ich kenne mich hier noch gar nicht richtig aus. Die Truhe nehmen wir mal mit. Komm, wir duschen mal kurz. Mal gucken. Ah ja, cool. Verliert man nur Luftblasen, aber das ist cool. Ah ja, da geht die Toilette auf. Ja, cool. Ja, aber kommt, jetzt gehen wir mal wieder raus. Wir haben ja die alten Stadtpläne. Dann düsen wir jetzt mit dem Bentley zur Baustelle, wenn wir die Baustelle überhaupt finden. Ey, wir dürfen hier keine Spuren hinterlassen. Wir müssen alle Türen wieder zumachen. Wo geht's raus? Leute, ich muss erstmal wieder rausfinden. Ah, hier. Wo ist es?
Nacht und regnet. Wahrscheinlich sogar gewittert. Leute, ich würde jetzt sagen, wir legen uns erstmal schlafen. Und ja, und gehen dann uns die Belohnung holen. Okay, hier kommt man nicht durch. Guck, ob man hier irgendwo ein Bett drin ist. Okay, ist die Tür offen? Ist kein Bett. Dann ist das Schlafzimmer ja oben, oder? Kein Bett. Es kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo ein Bett ist. Ja, anscheinend schon. Gehen wir wieder runter. Leute, wo schlafen? Oh, es hat geblitzt. Hat gewittert. Kommt, wir gehen einfach noch. Wir gehen einfach kurz. Kommt, wir gehen einfach kurz in der im Archiv schlafen. Da gab es ja genug Betten. Jo, wir gehen nochmal rein. So. Hier waren noch Betten drin, oder? Ah ja, okay. Hier fehlen die Betten. Ja, entspannt. Müssen wir uns einen anderen Raum suchen. Hier drin. Ja, da ist eins. Jo, wir schlafen. Guten Morgen. So, jetzt aber schnell raus hier. Ich weiß nicht, wie lange die hier noch zu haben. Nicht, dass man uns noch erwischt. Hä? Wo muss ich zurück? Ich sollte überall, wo ich drin war, die Türen wieder schließen. Aber ich muss von da gekommen sein, weil da ist die Tür offen. Nicht, dass wir hier noch irgendeine Alarmanlage auslösen am Ende. So, jetzt wieder raus und jetzt ab zur Baustelle. Dann holen wir uns die Belohnung. Hoffentlich hat er uns nicht hops genommen. Ich will einfach nur die Stadtpläne. Ey, vielleicht ist er ja auch gar nicht selber da. Mal gespannt. Da steht sicher irgendwo eine Kiste. Jetzt fahren wir erstmal zur Baustelle. Bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt an der Baustelle angekommen. Ich würde sagen, hier ist offen. Steigen wir mal aus. Und rein in die Baustelle. Okay, das kann hier jetzt halt überall in dem Haus drin sein. Ich gucke einfach mal. Hier ist sicher irgendwo ist irgendwie versteckt, irgendeine Truhe. Hier steht eine. Aber wenn das die Belohnung ist, 5 Eier, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Steht auch nicht noch eine Truhe. Da steht noch eine. Da steht noch eine. Sagen wir, checken die jetzt nach der Reihe durch. Okay, Kolben. Ja, die nehmen wir mal mit. Haftende Kolben. Können wir irgendwas bauen. Achso, da hinten war ja noch. Da war ja noch eine Truhe. Oh mein Gott. 5 Stacks Diamanten. 5 Stacks Diamanten. Okay, wir tun die alten Stadtpläne reinlegen. Oh mein Gott. 5 Stacks Diamanten. Leute, was können wir uns damit alles kaufen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich habe auch gehört, dass irgendwo hier bei dem Sand Enderperlen versteckt sind. Als ich am Anfang in der Stadt war, da habe ich ein paar Bücher über die Stadt gelesen. Da hat irgendwas über Enderperlen, die hier irgendwo da angeblich vergraben sein sollen. An dem Sandhaufen, glaube ich, war es. Ja, an dem gegenüber der Baustelle, der, ja. Aber die hat wohl noch nie jemand gefunden. Haben jetzt, also was ich gehört habe. Ja, ich würde sagen, ich grab jetzt mal diesen Berg ein bisschen um und guck, ob ich die Enderperlen finde. Und dann sehen wir uns auch gleich. Leute, guckt mal. Ich habe hier gerade hier freigelegt, habe hier angefangen, an der Seite freizulegen.
Und ich habe eine Truhe gefunden. Ich habe eine Truhe gefunden, ich öffne sie. Drei Enderaugen. Das sind diese drei Enderaugen, die in der Stadtgeschichte von den verschiedensten Verbrechern gestohlen worden sind. Und dann hat der letzte Verbrecher die hier vergraben. Und die hat nie jemand gefunden. Und wir haben es jetzt einfach gefunden. Leute, wir sind reich. Die können wir an die Stadt, ans Stadtarchiv verkaufen. Das gibt Geld. Und die Stadt konnte ja dadurch nie den Enderdrachen besiegen, weil immer diese drei Enderperlen gefehlt haben. Und ja, die Netherportale von denen wurden die ganze Zeit abgebaut. Halt von dem damaligen anderen Teil der Stadt, den es nicht mehr gibt, wurden die immer dann hops genommen und denen wurde wurden ihre ganzen Sachen weggenommen. Also sprich, das Obsidian, die Diamanten aus der Bank wurden gestohlen. Alles Mögliche. Ja, und ich bin hier jetzt gefangen. Okay, perfekt. Ich bin in diesem Haus gefangen. Digga, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, ich kann ja jetzt auch noch kurz über Fußball reden. Deutschland sicher im Achtelfinale. Ja, das hat uns alle natürlich sehr gefreut. Ich hoffe auch euch. Ja, und dann würde ich sagen, ich kümmere mich jetzt dann bald mal drum, dass wir die Enderaugen verkauft kriegen. Die Frage ist halt, wo? Auf dem Schwarzmarkt dann sicher nicht, aber die vom Stadtarchiv. Ich würde sagen, wir warten dann jetzt einfach mal, bis da beim Stadtarchiv wieder Leute da sind. Und dann verkaufen wir die Enderaugen, die drei an die. Und dann kann hier endlich auch mal der Enderdrache besiegt werden. Also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bricket13 aus dem schönen Allgäu.